Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass Sie wieder mit dabei sind, wenn wir das Umland rund um München und rund um Ingolstadt erkunden. Heute sind wir ganz weit im Süden, im Landkreis Miesbach, und zwar am Schliersee. Die Marktgemeinde Schliersee mit knapp 7000 Einwohnern ist ein staatlich anerkannter Höhenluftkurort. Wir haben dort eine Alm besucht, haben einiges über Whisky erfahren und haben einen reisebegeisterten Koch kennengelernt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn man am Schliersee ist, muss man natürlich zum Freilichtmuseum von Markus Wasmeier. Und hier sehe ich ihn schon, da könnte man ja meinen, das ist total fürs Fernsehen gestellt. Servus Markus, dass du jetzt hier mit der Sense mäst. Ja. Aber das machst du wirklich. Jeden Tag, wenn die Schweindel dann wieder was zum Essen möchten. Dann machst du das gerne, groß, oder? Wie auch, dass du hier mäst. Ja. Ich habe gelernt, dass man nicht Sensen sagen darf, sondern mit der Sense mähen, habe ich gelernt. Ach so, gell? Das ist wurscht. Das darf man bei dir auch sagen. Also gehen wir mal hoch ganz zu den Schweindl. Ja. So, was sind das für Schweine? Eberhard und Kunigunde, das sind Wollsäue. Mangalitzer sagt man eigentlich dazu. Aha. Pass auf, jetzt komm her. Ist das der Mann jetzt? Ja, das ist sie. Das ist die Kunigunde. Das ist die Kunigunde. Jetzt kriegst du was, gell? Die beißt einen nicht, wenn man reinkriegt. Eberhard, was ist los? Was sind Wollschweine? Wollsäue, das ist die Urform eigentlich, dass Schweinezucht natürlich mit dem Wildsau gezähmt worden und. Aha. Die werden eigentlich nur noch im Osten, also Rumänien, Ungarn und so weiter, da sind die noch so mehr als noch da. Und die Wolle haben sie mir hergenommen zum Sattelfüttern. Und die sind halt so unkompliziert. Die Schweine? Ja, 30 Grad minus macht denen ja nichts aus. Aber ich habe jetzt, wenn du den Apfel gibst, da hast du einen Stein im Brett. Und einfach so hinhalten wie beim Pferd, da kann man nicht gebissen werden. Nein, ist bloß ein Finger drin, das macht ja nichts. Mei, also das sind deine zwei. Sind das deine zwei Lieblingstiere hier? Nein, wir haben natürlich nur Lieblingstiere. Aber zu denen zwei kennen, die ist die Kühe noch, also die Kuh mit dem Kalb. Aha. Und dann noch. Eine Kuh und ein Kalb? Ja, nein, die anderen sind drunten jetzt in der Weide, die haben wir bloß trennen müssen jetzt, weil sie noch zu klein sind. Mhm. Und dann haben wir noch unsere Schafe, dann unsere Katzen, Hähnen. Und Agathe und Gustav ist natürlich unser Gans, die sind schon 16 Jahre bei uns. Also, 16 Jahre alte Gänse? Ja, die sind ja bei uns privat ja immer. Das ist ja praktisch, das auf Sommerfrische sind sie im Museum. Ach so. Und im Winter sind sie bei uns da waren. Wirklich daheim im Stall? Aber. Ja, in der Küche sind sie nicht mehr. Wenn es ganz klar waren, dann kann es schon vorkommen, dass sie etwas in der Küche waren. Ach, so nett. Und denen lasst es hervorragend spazieren gehen. Jetzt mit den Gänsen? Nein, mit denen zwei. Ja, das sind wie ein Hunderl, die folgen. Ja, aber die muss man nicht an die Leine nehmen, die folgen von alleine. Nein, also das war blöd, weil dann laufst du wahrscheinlich so waagrecht hinter drei. Ach so. Nein, die haben eine Kraft, das ist brutal. Aber die haben natürlich einen Mordspaß, dass da unten spazieren gehen auch die, sagen wir mal, so einen Gehfehler mitgeben. Dass du auch hinfällst und dann halt stürzen sie sich auf dich und schnuffeln dann an dir umeinander. Und haben wir mal Spaß, dass es funktioniert hat. Die sind so richtig spielerisch. Ja, die sind brutal. Machst du das wirklich, dass du mit spazieren gehst? Ja, aber ohne Gäste dann. Ja, klar. Also wenn ein Gast mit einem Hund und der hat den wirklich im Griff, dann möchte ich nicht, dass da irgendwas passiert. Naja, klar. Aber warum gibt es die dann so selten, wenn die so gut in der Haltung sind? Mei, die wachsen nicht so schnell. Ah, das ist der Unterschied. Ja. Okay. Da ist in der Zeit, wo die jetzt alt sind, die sind jetzt 2 Jahre, das wäre ein normales Schwein, wird dann mal 3 Monate alt. 4 Monate. Und dann sind die schon wieder auf der Schlachtbank. Mhm. Es ist schrecklich. Ja, und da merkst du es halt dann, wie sensibel das die sind und wie intelligent das die Schweine sind. Und da ist schon, schon ein bisschen nachdenken. Ja, aber echt schön, dass ob es so oft sein muss, wo man dann Schwein ist. Gell? Genau. Der sieht so aus, als hätte er die Augen zu, gell? Ja, das macht er auch. Macht er auch? Ja, wenn du da dann kraust, dann sinkt der Ei und dann fängt das Schlafen an. Aber wälzen die hier sich auch so richtig im Dreck? Sieht ja, aus, logisch. Doch, das ist ja nun mal ein Schwein. Ja, richtig, ja eben. Aber eigentlich sind sie immer recht sauber, wenn man es dann anschaut, gell? Ja. Und die gehen auch nur in Armpflege auf Toiletten. Also es ist relativ, sagen wir mal, gut zu haben. Ja. Schön. Also gut, dann schauen wir doch jetzt mal ein bisschen deine schönen Bauernhäuser hier an, oder? Gerne. Gehen wir mal ins Zentrum.
Bierbrauen wie aus alten Zeiten. Überall spürt man die Begeisterung und Liebe zur Tradition und Geschichte. Also das ist ja hier schon mal ein Highlight bei dir, gell? Ja, Brauerei wie vor 300 Jahren. Das vor 300 ist halt Jahren? 300 Jahren, so wird da gebraut. Und wenn du dann mal schaust, das ist unser Rührwerk und das ist unsere Pumpe. Also du weißt, da brauchst viel Körperkraft, ja. Und vor allen Dingen viele Leute, die das dann brauen. Das sind ja doch über 1000 Liter, wow. Was praktisch der Sud ist. Und das ist die Bierkulturerhalt, weil so war es wirtschaftlich ja überhaupt nicht interessant. Aber wenn es mir nicht mal als Museum brauen wie vor 300 Jahren, lagern wie vor 300 Jahren. Und es schmeckt halt einfach auch anders. Wirklich, schmeckt anders? Schmeckt anders, du wirst begeistert sein, weil Frauen, die mögen zum Beispiel nicht so hopfige Sachen. Ja. Und Hopfen war damals sehr selten, das war sehr teuer. Mhm. Und darum tut man da wenig dazu. Und dann ist die Kohlensäure auch nicht so stark, weil mit Holzfässern, da kannst du das gar nicht so steuern. Ist ein bisschen Lack und, dann? Nein, ich würde nicht sagen Lack, aber es ist einfach süffiger. Okay. Hast du so irgendwo rumstehen? Ich habe sowas oder? Da, ja. Freilich. Na, schau, dann nehmen wir doch was. Dann nehmen wir doch eine Kleinigkeit mit. Da schauen wir her. Schauen wir uns das mal an. Schaut schon gut aus. Ah, was habt ihr da noch? Das ist der Backofen. Also Brauen und Brot backen. Man muss ja, wenn man was aufbaut, ja schon immer mal sich mit dem beschäftigen, was man gern selber möchte. Ein Bier, ein Brot, ein Schnaps. Da gibt es noch einen Südtiroler Speck noch dazu von meiner Frau und dann ist die Welt in Ordnung. Sehr gut. Und Markus zeigt mir den Backofen, der jeden Tag angeheizt wird und dieses leckere Brot hier entsteht. Und er erzählt mir noch, warum in der Geschichte Brauereien und Bäckereien oft nebeneinander lagen. Ja, und beim Brotbacken, das ist natürlich auch was Besonderes, weil du kannst mit dem Bier das mischen. Also das heißt, die Trebern, diese festen Bestandteile, die werden dann ins Brot rein. Und da hast du halt dann deine Pfingstgerl, dein Bauernbrot, deine Trebern und so weiter. Also das heißt, aus dem Abfall beim Bierbrauen kann man Brot backen. Genau, das schmeckt sensationell. Ist auch in der Geschichte schon immer so gewesen, dass Bäckereien und Brauereien immer benannt war. Hat zwar auch ein bisschen mit der Hefe was zu tun, mit der Gärung. Das haben sie damals nicht gewusst, warum das so funktioniert. Und darum war das eigentlich immer Zusammenhang. Und da profitiert jeder davon. Und weiter schlendern wir durch das wunderschöne Ensemble alter Bauernhöfe. Kommt, ich gebe euch was. Jetzt kommt's. Wir kommen gar nicht mehr zu unserem Bier, weil uns immer wieder irgendwelche süßen Tiere ja, laufen. Freilich, da das sind jetzt also die zwei Gänse, die zwei Alten. Gerda und Gustav. Meistens, wenn man Reno fängt, dann werden sie ganz laut. Ach so, weil sie mitschnattern wollen. Ja, das sowieso. Das sind der Wahnsinn. Wie alt können die denn dann noch werden? Ja, die werden schon so 25, 28 Jahre. Also in der Gefangenschaft. Und sind der Wahnsinn. Und du hörst, dass ja am Ton schon wer kommt. Also wenn es daheim ist, das ist die besten Wachhunde eigentlich. Ach so, die erkennen, wer nach Hause kommt. Und dann hörst du es am Schreien schon, ob es ein Fremder ist oder ob es meine Eltern sind oder irgendwie. Unglaublich. Ja. Und dann möchte ich endlich mit Markus anstoßen und mehr über die Anfänge des Museums erfahren. Aber sag mal, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, hier so die Bauernhäuser herzustellen? Ja, das wissen die wenigsten, dass er eigentlich meine Vergangenheit so ist, dass er immer Handwerker werden wollte. Ah. Mein Vater ist Restaurator und Kirchenmaler. Und der hat sich da damals, wie ich 11 Jahre alt war, so von den Museen so inspirieren lassen, dass er selbst so ein kleines Häuschen wollte. Und ist dann wirklich eines gefunden worden und 1700 ist das so. Und das habe ich dann mit 11 Jahren mit meinem Vater zusammen schon transferiert. Also wirklich abgebaut vor Ort und wieder aufgestellt, wie eigentlich im Museum. Ach, also das heißt, weil das an dem Ort, wo stand, halt. Da hat es weg müssen. Genau, da hat es weg müssen. Mitgenommen. Genau, haben wir es mitgenommen. Meine Mutter hat damals gesagt, ein teures Brennholz haben wir da gehabt. Und so bin ich das erste Mal mit diesem Virus da in Kontakt gekommen und wollte immer ein Geschrein da machen. Der hat mir wieder zum Skifahren freigegeben. Und dann habe ich Maler und Lackierer gelernt, eben um gleich Kirchenmaler und Restaurator zu werden. Mhm. Und in der Zeit, wo ich dann Ski gefahren bin, habe ich mein Haus transferiert mit einem Zuhaus noch, einem Vater noch ein Zuhaus. Also waren es vier Gebäude, die ich dann schon komplett versetzt habe, wo wir jetzt ja alle drin wohnen. Mhm.
Und dann nach der Karriere ist eigentlich wieder mein alter Beruf so wirklich so kreativ wieder gekommen. Und die Häuser waren alle vor dem Verfall, also das Dach eingefallen und wären für immer verschwunden gewesen. Und waren diese Gebäude dann alle hier aus der Gegend? Mein Einzugsgebiet ist so zwischen Isar und Inn. Isar und Inn. Das ist sprachlich wie auch baulich praktisch, sind das die Grenzen. Und ich habe zwar einen, ich sage mal aus Spaß, Ausländer, das ist aus Berchtesgaden, die Alm. Und die war aber so wertvoll aus dem 16. Jahrhundert, dass ich die einfach nicht zu Brennholz verarbeiten lassen sollte. Und dann habe ich die gerettet mit dem Hubschrauber. Und ja, es war ganz eine spannende Geschichte. Ja, genau. Aber jetzt trinken wir mal. Gell? Vielen Dank. Also jetzt gut, bin ich gespannt, was dass du das hier für die Nachwelt am Leben erhältst. Genau, es sind leider die letzten Orte. Ich würde es auch gern, dass die Häuser an den Ort da stehen bleiben und erhalten bleiben. Aber wenn es halt gar nicht mehr geht, wenn halt die Erben dann mehr oder weniger das verfallen lassen, ist jetzt auch keinem was gewonnen. Ja, genau. Von daher ist es doch schön hier, dass man es besichtigen kann. Ja, besichtigen. Und auch reingehen kann dann eben. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist bei der Geschichte, ich sehe mich ja zwar als Museum, aber ich bin eigentlich eher ein Vermittler von Kultur und Geschichte. Auch mit seinem Handwerk, das heißt die Wertigkeit des Handwerks, was die wirklich die Künstler können, wie das einfach aufwendig und Zeit kostet, dass es nicht so billig sein kann. Und natürlich auch die Lebensmittel, wie Bier, wie Brot, wie Schnaps und so weiter, Sirupe machen, Kräutergarten, Samen herstellen. Und also das sind halt alles so ehrliche Dinge und die kann man da hautnah mit allen fünf Sinnen praktisch erleben. Und das ist eigentlich so meine Idee, ein Museum zu führen. Ja, schön. Und für die kommenden Generationen wertvoll. Genau. Vielen Dank, Markus. Liebe Prost. Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's vom Schliersee. Wiederschauen. Prost.